Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Philipp Hübel diskutiert. Heute mit Jascha Munk. Jascha, herzlich willkommen. Danke dir. Wir sind an der Universität der Künste. Jascha ist Professor für Politikwissenschaft an der Johns Hopkins University. Er hat mehrere Bücher geschrieben. Das letzte Buch, das er geschrieben hat, The People vs. Democracy, auf Deutsch Der Zerfall der Demokratie. Jascha ist aber nicht nur Politikwissenschaftler und Akademiker. Er publiziert auch eigentlich weltweit in den großen Medien, unter anderem der New York Times, im Atlantic Monthly, in Deutschland zum Beispiel in der Zeit. Und wir sprechen heute über Demokratie, Populismus und Identität. Jascha, du hast eine Studie gemacht mit Roberto Foa zusammen vor ein paar Jahren, die ich eigentlich sehr bemerkenswert fand. Da ging es um die Frage, wie wichtig ist es den Menschen eigentlich in einer Demokratie zu leben? Und wenn man das liest, dann glaubt man erstmal seinen Augen nicht zu trauen, was ihr rausgefunden habt. Kannst du vielleicht mal kurz erzählen, was ihr da gemacht habt und was da rausgekommen ist? Ja, sehr gerne. Also erstmal freut es mich, mit dir zu sprechen und auch mit den Studierenden persönlich. Wer weiß, wie lange das noch gehen wird in dieser Pandemie. Es ist ja immer wieder verschiedene Phasen. Ich habe Angst, dass wir jetzt irgendwann wieder im Lockdown verschwinden werden. Also es ist ja nett, irgendwie so halb in Gesichter reinzuschauen, auch wenn sie für Masken verhüllt sind. Genau, also als ich eben im Doktorstudium war in den Politikwissenschaften, habe ich über die Demokratie gelernt, dass es natürlich immer wieder demokratische Systeme gibt, die zusammenbrechen. Das kennen wir aus der Geschichte Deutschlands, aus der Geschichte anderer Länder. Aber dass es eine Kategorie an Ländern gibt, in denen das nicht der Fall sei. Dass wenn ein Land sehr wohlhabend ist, wenn es zumindest zweimal durch freie, faire Wahlen die Regierung gewechselt hat, dann sei die Demokratie nicht mehr in Gefahr, sondern es sei eine konsolidierte Demokratie. Wir können die Geschichte sozusagen vorspulen, 20, 50, 100 Jahre, und müssen uns eigentlich sicher sein, dass es weiter demokratisch bleibt. Und das sollte einige Anzeichen haben, dass wenn man in so einem Land lebt, die große Mehrheit der Menschen sagt, ich mag die Demokratie, ich interessiere mich nicht für alternative Regierungsformen zur Demokratie. Die Diktatur oder sowas, damit haben wir es hier nicht am Hut. Irgendwie schien das aber nicht mehr ganz reinzupassen in die Welt, wie ich und mein Kollege Roberto das sahen. Wir sahen damals, dass immer weniger Leute zur Wahl gingen, immer weniger Leute Mitglieder politischer Parteien waren, dass Leute ihrer Regierung gegenüber immer kritischer waren, dass sie auch radikalen Kräften, gerade Rechtspopulisten, immer mehr Zuspruch zu geben schienen. Und deshalb haben wir uns überlegt, ist das eigentlich noch der Fall? Und haben eben auf diese Meinungsumfragen geschaut, international. Wie stehen Leute eigentlich zur Demokratie? Sind sie zufrieden, nicht nur mit dieser oder jener Regierung, was ja normal ist in der Demokratie, dass man sagt, ich mag jetzt den Kanzler nicht, sondern mit der Regierungsform selber? Sagen sie, es ist mir wichtig, in einer Demokratie zu leben? Sagen sie, ein Regierungssystem, wo ein starker Mann die Entscheidungen trifft und sich nicht zu sehr um Parlamente und so weiter kümmern muss, das will ich nicht. Sagen sie, eine Militärregierung fände ich schlimm. Und da haben wir tatsächlich eine große Veränderung festgestellt, dass der Trend in den letzten Jahren, Jahrzehnten negativ ist. Dass selbst in Ländern wie den USA, wie Großbritannien, wie Schweden weniger Leute sagen, es ist mir wirklich sehr wichtig, in einer Demokratie zu leben. Weniger Leute sagen, die Militärregierung lehne ich vollkommen ab. Mehr Leute gegenüber diesen autoritären Systemen offen waren. Und das hat uns sehr besorgt. Das war, als Rechtspopulisten schon im Aufstieg waren in verschiedenen Ländern, aber vor 2016, also vor dem Moment, in dem Trump in den USA gewonnen hat, bevor Bolsonaro in Brasilien Präsident war und so weiter. Die These, die wir daraus abgeleitet haben, dass sich diese angeblich konsolidierten Demokratien eben entkonsolidieren, dass sie immer weniger stabil werden, galt damals nicht nur, sagen wir mal, als umstritten, sondern als eher schräg. Ja. Und in den letzten Jahren mit den politischen Ereignissen, die wir in vielen Ländern gesehen haben, ist sie fast zum Mainstream geworden. Und ist das jetzt eine Sache, rechter, linker Rand? Also, du hast ja schon gesagt, dass diese ja, Systemkritik und Leute, die sagen, das System ist falsch, da muss mal der starke Herrscher mit der harten Hand durchgreifen. Das ist ja ein typisches Muster, was wir kennen von rechten Parteien. Ihr habt aber auch herausgefunden, es ist ja auch eine Altersfrage. Also interessanterweise sind ja die älteren Jahrgänge, zum Beispiel in den USA, viel eher dafür, in der Demokratie zu leben. Wenn ich mich richtig erinnere, so ungefähr 2/3,
während das runterging bei den jüngeren Jahrgängen, wo man vielleicht die erste Assoziation oder die Überlegung hat, die wissen einfach gar nicht, was sie da beantworten, so könnte man es ja sagen. Ne? Also jemand, der immer in der Demokratie gelebt hat, hat vielleicht nicht mehr im Hinterkopf, wie vielleicht der Kalte Krieg war oder vielleicht sogar der Krieg noch war oder die Nachwehen des Weltkriegs. Ist das ein Grund, dass einfach jüngere Leute nicht so richtig wissen, wie toll es ist, in einer Demokratie zu leben? Oder? Ja, also ich glaube, da ist was dran. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man schaut, wer sagt, es ist mir extrem wichtig, in einer Demokratie zu leben, ist das in den USA zum Beispiel unter den Leuten, die in den 30er, 40er Jahren geboren worden sind, eine riesige Mehrheit. Und unter den relativ Jungen, die seit 1980 geboren worden sind, ist es dann weniger als ein Drittel. Also das ist schon ein großer Unterschied. Und ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass Menschen, die in ihrem Leben den Faschismus selber erlebt haben, jetzt nicht in den USA, aber in Europa, oder vielleicht deren Eltern mit in den Krieg gezogen sind gegen den Faschismus, Menschen, die auch die Sowjetunion miterlebt haben und was das für eine Bedrohung für die Freiheit bedeutet hat, in der Sowjetunion selber, aber auch darüber hinaus, dann vielleicht eher das Gefühl haben, dieses politische System müssen wir verteidigen und das ist uns sehr wichtig, weil wir wissen auch, dass es bedroht werden kann. Wir haben eine Vorstellung davon, was es bedeutet, nicht in einer Demokratie zu leben. Und viele jüngere Leute vielleicht sagen, ja, ich habe meine Kritikpunkte, zum Teil ja auch berechtigte Kritikpunkte am eigenen Land, an den Verhältnissen. Und insofern werde ich das jetzt nicht verteidigen. Probieren wir mal was anderes, wie schlimm kann es schon werden? Und sozusagen die Vorstellung davon, wie schlimm es werden kann, vielleicht dann zum Teil ein bisschen fehlt. Das ist auch meine Interpretation dieser Daten, aber das ist schwer zu wissen, genau sozusagen, woran das liegt. Ja, aber diese Idee der, sagen wir mal, Systemkritik, die ja sehr, sehr, sehr prominent ist in den letzten Jahren auf der rechten Seite, gibt es natürlich vielleicht, sagen wir mal, auch in anderen Varianten im progressiven Lager. Also erstmal ist die Idee, das System zu kritisieren, eigentlich ursprünglich einmal eine, sagen wir mal, linke Idee gewesen, ne? Dass man sagt, wir leiden an den Verhältnissen und wir müssen die Verhältnisse ändern. Und was vielleicht auch interessant ist, ich meine, das konntet ihr jetzt sozusagen noch nicht antizipieren, aber vielleicht gibt es auch eine interessante Verbindung, die man hört das auch manchmal so bei der neuen Klimabewegung, dass Leute da auch sagen, naja, wir haben jetzt eine Dringlichkeit, das ist natürlich eine andere Form der Dringlichkeit, da geht es jetzt um die Klimakatastrophe, aber die Dringlichkeit ist so groß, dass wir auf diese langsamen, für vielleicht andere Phänomene geeigneten, deliberativen, demokratischen Prozesse, die Gewalten teilen sollen und vieles sicherstellen sollen, auf die können wir jetzt gar nicht uns mehr verlassen, weil sie einfach zu lange dauern. Und deshalb brauchen wir auch einen Systemwechsel. Also Systemwechsel ist ja erstmal was Ambivalentes, aber das scheint auch da so ein Thema zu sein, dass das immer wieder aufkommt. Ja, das erstaunt mich immer wieder, gerade im europäischen Raum, wenn ich hier Vorlesungen gebe und eben mit Leuten diskutiere, dass fast jedes Mal diese Frage kommt, auch wenn die Vorlesung nicht zum Thema Klimawandel geht oder so, sondern einfach zur Demokratie. Fast immer von irgendjemandem im Publikum die Frage kommt, ja, aber die Demokratie kann ja mit dem Klimawandel überhaupt nicht umgehen. Sollen wir die Demokratie nicht abschaffen, um eben mit dem Klimawandel besser umgehen zu können? Die Frage kriege ich tatsächlich fast bei jeder Vorlesung. Und das erstaunt mich dann immer wieder. Ja. Aus einigen Gründen. Also zum Ersten, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Diktaturen dieser Welt besser mit dem Klimawandel umgehen als Demokratien. Und zum Zweiten, weil die Antwort darauf vielleicht ist, dass man sich Argumente überlegen muss, die die Mitbürger überzeugen. Und wenn die Mitbürger bisher nicht überzeugt sind, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, liegt das vielleicht nicht darin, dass der durchschnittliche Bürger so blöde sei, sondern daran, dass man bessere Argumente liefern muss und auf eine andere Weise Leute überzeugen muss. Aber das ist für mich sozusagen ein Grundteil der Demokratie, dass man das Gefühl haben muss, geht in Ordnung, wenn eben durchschnittliche Menschen auch Entscheidungen treffen. Und wenn ich ein politisches Anliegen habe, dann muss ich eben sehr viel Aufwand daran reintun, zu sagen, wie überzeuge ich die Menschen eben von meiner Ansicht? Und ich finde, es gibt etwas Seltsames im Diskurs im Moment in den USA, aber auch in Deutschland, auch in anderen Ländern in Europa, in dem es eben heißt, ich weiß genau, was richtig ist. Und wenn ich damit jetzt aber keine Mehrheiten zustande kriege, dann liegt das eben nicht an mir oder es liegt eben nicht an meiner Überzeugungskraft oder es liegt eben nicht daran, dass wir noch mehr politische Arbeit machen müssen, noch mehr Argumente liefern müssen, sondern es liegt eben darum, dass der durchschnittliche Mensch leider zu blöde ist und zu böse ist und bis hin zur Überlegung, ja, also dann geht es eben vielleicht darum, das politische System zu ändern
und das aufzugeben. Im internationaleren Zusammenhang, wenn es jetzt über den Klimawandel und diese Frage hinausgeht, ist es tatsächlich so, und wir kommen darüber vielleicht noch zu sprechen, dass Populismus an sich keine politische Stoßrichtung haben muss. Das bedeutet, es gibt rechte und rechtsradikale Populisten, es gibt linke und linksradikale Populisten, es gibt auch moderate Populisten, die nicht besonders klar links oder rechts ansässig sind. Und das Problem an denen ist nicht, dass sie links oder rechts oder irgendwo in der Mitte sind, sondern dass sie gegen das System sind. Das habe ich zum Beispiel mit anderen Kollegen, zum Beispiel mit Jordan Kyle, erforscht, dass wenn Politiker auf diese Weise populistisch drauf sind, gefährden sie die Demokratie ungefähr ähnlich, egal aus welcher politischen Stoßrichtung sie kommen. Das kann ein Rechtspopulismus sein, wie Rodrigo Duterte in den Philippinen. Es kann ein Linkspopulist sein, wie Hugo Chavez in Venezuela. Es kann auch ein Populist sein, der sich nicht sehr klar politisch verorten lässt, wie ein Silvio Berlusconi in Italien oder ein Alberto Fujimori in Peru. Ja, also diese Populismusfrage ist super, dass du das ansprichst, weil ich das sehr interessant finde. Das ist ja auch so eine, es gibt da auch so eine große Diskussion, was ist eigentlich das Wesen des Populismus? Mhm. Und du hast es ja schon gerade so charakterisiert, könnte man sagen, eine Anti-Establishment-Haltung ist vielleicht so ein wichtiges, vielleicht sogar notwendiger Bestandteil. Dein Kollege Jan-Werner Müller sagt, es sind noch zwei weitere Sachen zentral. Er sagt, es gibt diese Idee der Homogenität des Volkes und der Idee, man spricht fürs ganze Volk. Also diese Idee, man repräsentiert alle. Und mich hat das persönlich immer nicht so richtig überzeugt, vielleicht auch aus philosophischer Sicht, weil genau wie du es gerade geschildert hast, das sind eigentlich eher Merkmale, die für das rechte Denken typisch sind. Also die Idee, dass es so etwas gibt wie einen homogenen Volkskörper oder so, ist eigentlich die klassisch rechte Idee einer ethnischen Reinheit. Und auch so dieses rhetorische Muster zu sagen, ich spreche für das wahre Amerika oder das wahre Volk oder das wahre Deutschland, scheint mir, also sagen wir mal, eher ein rhetorisches Manöver zu sein von Leuten wie, was Trump hat da so ein bisschen mitgearbeitet, aber die AfD in Deutschland hat so teilweise so gesprochen. Aber die wussten natürlich beide, sie sprechen nicht für 100% der Bevölkerung, was Jan-Werner Müller mal so ein bisschen suggeriert. Also die wissen ja, wir kriegen 20% und auch Trump wusste, ich kriege ungefähr 50%. Aber er hat natürlich Gegner und die ganze Rhetorik ist eigentlich darauf ausgerichtet gewesen, Gegner zu haben und nicht, also vielleicht ist Homogenität das Ziel am Ende gewesen, aber es ist auf jeden Fall nicht der Ausgangspunkt. Und deshalb scheint mir diese Anti-Establishment-Richtung mehr das zu treffen, was eigentlich Populisten ausmacht. Nein, ich glaube, es ist beides, aber sozusagen dieses Antipluralistische muss man vielleicht ein bisschen genauer greifen. Also fast alle Populisten sind Anti-Establishment, Anti-Elite auf die eine oder andere Weise. Aber das sind viele sehr effiziente demokratische Politiker. Ja. Barack Obama hat auch gesagt, die Leute da in Washington kennen nicht die echten Sorgen der Menschen im Lande und die kümmern sich nicht wirklich um euch und Bush kümmert sich schon gar nicht und ich werde mich auf eine andere Weise kümmern. Jeder rhetorisch begabte Politiker hat ein bisschen was Anti-Elitäres und ein bisschen was Anti-Establishment-Haftes. Und das geht auch in Ordnung, damit habe ich an sich kein Problem. Das bedeutet, es gibt diesen zweiten Bestandteil, der, sagen wir, antipluralistisch ist. Es heißt nicht unbedingt, es muss das homogene Volk sein. Also es kann sein, dass man sagt, es ist ein ethnisch oder religiös gemischtes Wählerschaft, die dazu einem steht. Aber es muss eben schon heißen, jeder wahre, im moralischen Sinne, jeder gute Bürger, jeder gute Amerikaner oder Deutsche oder wo auch immer man sich gerade befindet, der steht für mich. Und es gibt eben keine legitime Weise, mich nicht zu mögen. Ne? Also nicht so, ich sage, ich bin irgendwie bei den Grünen und wenn einer halt CDU wählen will, ist auch okay und ich bin bei der CDU und ich finde, die Partei ist besser, aber gut, wenn einer die Grünen wählen will, dann ist das auch legitim, sondern das heißt eben, wenn du nicht für diese Partei stimmst, dann bist du ein schlimmer Mensch, dann bist du kein wahres Mitglied unseres Staates, dann bist du ein Verräter oder dann geht es dir mehr um irgendwelche anderen schlimmen Leute als um ordentliche Menschen. Das ist das gefährliche Moment. Das gibt es ganz klar bei den Rechtspopulisten. Das gibt es ganz klar bei einem Trump, der eben tatsächlich von wahren Amerika redet. Aber es gibt es durchaus auch bei Linkspopulisten. Ich finde, die beste Zusammenfassung dieser Stoßrichtung
ist der Twitter-Name von Evo Morales, dem ehemaligen und mehr oder weniger wieder Präsidenten von Bolivien. Und zwar ist es Evo es Pueblo. Evo ist das Volk. Das ist ein Linkspopulist. Aber Evo ist das Volk bedeutet, wenn ihr nicht zu Evo steht, dann seid ihr gegen das Volk. Und das, glaube ich, ist schon mit dieser antipluralistischen Stoßrichtung, wenn man es breit genug fasst, bei allen Populisten der Fall, egal wo sie politisch stehen. Also könnte man sagen, ist so eine, wenn man es jetzt so zeitpsychologisch beschreiben will, ist es eine ganz extreme Form von Tribalismus, von Stammesdenken. Also es gibt die, die gehören dazu, weil sie entweder aus ethnischen oder moralischen oder anderen Gründen und wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Sozusagen als Merkmal der Verneinung von so einem Pluralismus, der eher sagt, Pluralismus sagt ja eher sowas wie, wir kämpfen in einem fairen Kampf mit Angeboten um die Gunst der Wählerschaft und wer die besten Angebote macht, der gewinnt halt. Ne, das ist ja so eigentlich die ursprüngliche Idee gewesen. Genau, also ich weiß nicht, wer hier die Wahlen geschaut hat in Deutschland und dann kommt irgendwie die Elefantenrunde und bei Wahlen kann es ja auch mal ein bisschen zur Sache gehen, vielleicht in Deutschland nicht ganz so viel wie in anderen Ländern. Aber dann sitzen danach alle im Studio und können zivilisiert miteinander reden und sagen, gut, wir haben deshalb vielleicht jetzt ein Wählerstimmen verloren oder deshalb jetzt irgendwie gewonnen. Sind sich nicht in allem einig, aber es ist eine Art zu zeigen, wir halten einander für legitim. Wir haben zwar in der Sache vielleicht oft härtere Auseinandersetzungen, aber wir sind alle ordentliche Menschen sozusagen. Vielleicht nicht alle, aber... ein anderes Beispiel dafür war 2008 im Wahlkampf in den USA zwischen Barack Obama und John McCain. Und John McCain hat ein paar Tage vor der Wahl eine große Wahlveranstaltung gemacht, wo eine Frage aus dem Publikum war, wo eine Dame gesagt hat, ich habe Angst vor Barack Obama, das ist ein schlimmer Mensch und der ist Moslem und wenn der gewinnt, dann habe ich Angst um mein Land. Und McCain hat zu seiner großen Ehre geantwortet, ich will, dass Sie für mich stimmen, ich finde, ich würde das Land besser regieren als Herr Obama, wir haben große Meinungsunterschiede, aber Barack Obama ist ein anständiger Mensch. Hm. Und wenn er Präsident wird, dann müssen Sie keine Angst haben, weil er liebt dieses Land und er wird sich um seine Bürger gut kümmern. Das ist eben eine Art zu sagen, natürlich, wir machen hart Wahlkampf, wir haben große Meinungsverschiedenheiten, aber der andere ist auch legitim und ein ordentlicher Mensch kann für diesen anderen Kandidaten stimmen und ist deshalb nicht sozusagen ein Volksverräter im wörtlichen Sinne. Ja. Das einzuhalten ist etwas sehr Wichtiges in der Demokratie. Wie würdest du den Erfolg der ganzen Rechtspopulisten erklären? Also du sagst ja schon, es gab vielleicht so eine allgemeine Anti-Establishment-Haltung, die man schon wahrnehmen konnte, bevor die ganzen Parteien in Europa plötzlich Wählerstimmen gewonnen haben und jetzt eigentlich in fast allen europäischen Ländern in den Parlamenten sitzen. Die meisten, würde ich sagen, sind Rechtspopulisten. Vielleicht würde der Brexit und Trumps Wahl auch noch unter das Muster fallen. Man kann auch noch außerhalb von Europa sich anschauen. In der Türkei gab es sozusagen einen autoritären Rückschlag. Was ist da deine Diagnose, was ist da passiert in den letzten 4-5 Jahren? Vor allen Dingen unter der Prämisse, dass wir ja so eine Art 90er-Jahre-Optimismus hatten. Wenn man in den 90er Jahren aufgewachsen ist, hatte man ja den Zusammenfall der Sowjetunion. Plötzlich wurden alle Länder demokratisch, es ging bergauf. Man hat das Gefühl, also der Liberalismus und die Demokratie, das ist ein Erfolgsrezept, das setzt sich durch und die Länder haben ja auch wirtschaftlich profitiert oft davon, also es ging ihnen plötzlich auch besser, sichtbar, spürbar besser und dann kam dieser Rückschlag, sagen einige, Backlash, vielleicht ist es nur eine Delle, aber es ist auf jeden Fall was passiert. Was ist da deine kurz zusammengefasste Erklärung? Ich versuche mich kurz zu halten, weil ich kann wie ein deutscher Professor reden und jetzt eine halbe Stunde Monolog halten. Ist auch okay. Auch okay. Also in meinem Buch hatte ich 3 Antworten darauf gegeben und ich würde jetzt vielleicht eine 4. zufügen und ich versuche trotzdem weniger als 5 Minuten darüber zu reden. Also das erste ist, ich glaube, die Frage ist zunächst einmal, was hat sich verändert? Warum war die Demokratie relativ lange stabil und ist sie jetzt nicht? Das bedeutet aus sozialwissenschaftlicher Sicht, man kann eine Veränderung nur durch eine Veränderung erklären. Also wenn sich etwas
im Resultat verändert, muss irgendwie auch ein Faktor gewesen sein, der sich auch verändert hat. Sonst gibt es keine logische Erklärung dafür, dass sich eben das Ergebnis verändert hat. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, was sich strukturell verändert hat in den Demokratien, sind zumindest drei Faktoren, die naheliegen. Das erste ist eine bestimmte Stagnation der Lebensstandards für durchschnittliche Bürger. Das kann man statistisch oder persönlich fassen. Also statistisch ist es in den USA zum Beispiel so, dass von 1935 bis 1960 sich der Lebensstandard des durchschnittlichen Bürgers verdoppelt hat. Von 1960 bis 1985 hat er sich noch einmal verdoppelt und von 1985 bis 2010 hat er sich aber kaum verbessert. Das macht natürlich einen großen Unterschied darauf, wie die Leute sozusagen in die Welt reinschauen und ob sie sich sagen, naja, so wie früher, die Politiker in Washington mag ich nicht besonders und vollkommen vertrauen tue ich ihnen nicht, aber irgendwas scheint ja zu funktionieren, also machen wir mal weiter. Und stattdessen sagen sie halt, naja, nicht nur mag ich die nicht, nicht nur scheinen die mir irgendwie blöde, aber ich sehe ja, es funktioniert nicht. Mir geht es ja nicht besser als meinen Eltern. Ich glaube, meinen Kindern wird es noch mal schlechter gehen. Also probieren wir doch mal was Neues. Was kann schon schief gehen? Das ist eine andere Grundeinstellung. Das Zweite ist das Thema ein bisschen auch meines nächsten Buches. Das, was ich das große Experiment unseres Zeitalters nenne. Und zwar, dass fast alle Demokratien gegründet worden sind, entweder mit einer sehr klaren ethnischen und religiösen Hierarchie, so wie in den USA, oder sehr homogen, so wie Nachkriegsdeutschland, wo aufgrund des Holocaust und aufgrund anderer Ereignisse in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sozusagen die Bürger des Landes relativ homogen waren und auf diese Weise das Problem von Diversität sozusagen von vornherein gelöst schien. Und jetzt haben sich diese Gesellschaften durch viel Zuwanderung, durch demografischen Wandel, auch durch einen Kampf für Gleichheit verändert. Und wir versuchen jetzt sozusagen das erste Mal in der Geschichte der Demokratie sehr diverse und relativ faire, gleiche Gesellschaften aufzubauen. Ich glaube, dafür gibt es auch viel Rückhalt. Ich bin da eigentlich auch relativ optimistisch. Optimistischer als der Konsens sowohl rechts als links momentan ist, aus verschiedenen Gründen, aus unterschiedlichen Gründen. Aber es gibt natürlich Menschen, die sagen, Moment mal, ich stand hier mal irgendwie sozusagen in der Hierarchie oben, als Weißer oder als weißer Mann oder als wie auch immer, hatte ich bestimmte Privilegien, bestimmte Vorteile und ich ärgere mich darüber jetzt, dass die nicht mehr gegeben sind. Ich ärgere mich vielleicht, dass meine Frau mehr verdient als ich oder dass der Abgeordnete, der mich im Bundestag vertritt, gar nicht aus Deutschland stammt, in Anführungszeichen, etc. etc. Und da gibt es natürlich, das ist natürlich ein Grundsockel an Unterstützung für radikale und gerade rechtsradikale Parteien. Und der dritte Grund, über den ich gesprochen habe, ist das Internet, die sozialen Medien, die es für radikale Kräfte natürlich einfacher machen, sich zu organisieren, sich zu mobilisieren und damit sozusagen etablierten Parteien Konkurrenz zu machen. Und wenn du diese drei Sachen zusammennimmst, ist es ein recht gefährlicher Cocktail. Was ich jetzt noch als vierten Grund dazufügen würde, was man 2016 in den Wahlen schon ein bisschen gemerkt hat und was sich aber für mich noch verstärkt hat, beschleunigt hat, ist tatsächlich, und da klinge ich vielleicht auch anti-elitär, dass es in der Elite, und ich bin Teil der Elite, du bist Teil der Elite, mit Verlaub, auch ihr seid Teil der Elite als Kunststudenten, klar, Studierenden, oft eine Art von Abscheu gegenüber durchschnittlichen Bürger gibt, die sich auch sehr klar und manchmal sehr hart zutage tritt. Das war der berühmte Spruch von Hillary Clinton in 2016, der ihr sehr geschadet hat, nicht weil es ein Fauxpas war, sondern weil es etwas angesprochen hat, was Leute sowieso schon das Gefühl von ihr hatten. Und zwar, ja, viele von denen, die für Trump wählen, das ist ein Basket of Deplorables. Das ist ja ein, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, ein Korb der schlimmen, unerträglichen Menschen oder wie auch immer man das nennen würde. Der Abscheuenswerten vielleicht. Abscheuenswerten, sowas. Ja, ne? Und ich glaube, diesen Eindruck haben viele Menschen eben, dass viele Politiker, viele Professoren, viele Journalisten eigentlich nur auf sie herabschauen. Und sie dann sagen, wenn ihr sowieso auf mich herabschaut, dann wollen wir euch wenigstens ärgern.
Und einer wie Trump, wird er alle seine Versprechungen einhalten? Nein. Mag ich immer, was dem aus dem Mund kommt? Nein, nicht unbedingt. Aber immerhin, die Leute, die ich hasse, hassen den. Oder die Leute, die mich hassen, hassen auch den. Also geben wir mal eine Chance. Ich glaube, das war schon auch ein starker Beweggrund dafür. Ja, was interessant ist, nur als kleine Fußnote dazu, dass es eine Umfrage gab unter Republikanern, ob sie glauben, dass Trump flawed ist. Und die Hälfte der Republikaner sagt, er ist flawed. Also die bewundern ihn nicht so, wie man oft denkt im progressiven Lager, dass die alle bewundern hinter ihm stehen, sondern sie haben gemerkt, natürlich ist das ein komischer Typ. Aber es war, glaube ich, genau wie du gesagt hast, es war nicht mehr die Frage, bin ich für ihn, sondern eher, bin ich gegen das andere. Ne? Bin ich gegen es gab eine sehr interessante soziologische Studie, die nicht direkt zu Trump ging, aber, glaube ich, sehr viel darüber aussagt, wo sie so zwei Szenarien entwickelt haben. Und in dem einen Szenario gab es einen Studierendenvertreter, der gute Arbeit gemacht hat. Und irgendein Student ist mit einem Problem zu ihm gekommen und er hat das relativ gut gelöst im Sinne des Studenten. Und dann stand er zur Wahl gegenüber einer anderen Kandidatin und diese Kandidatin hat gelogen. Und dann waren zwei Fragen an die Leute, die diesen Text gelesen haben. Hat diese Kandidatin gelogen? Fast alle haben ja geantwortet. Also haben die Geschichte probiert, haben auch ganz verstanden, haben auch ganz klar gesehen, okay, das ist jemand, der lügt. Und an wen, für wen würdet ihr stimmen? Und haben gesagt, ja, wir würden für den Studentenvertreter stimmen, sozusagen den wiederzuwählen, nicht diese andere Kandidatin. So. Im zweiten Szenario kommt ein Student zu diesem Studentenvertreter und der Studentenvertreter nützt das aber zu seinem eigenen Vorteil aus, um irgendwie selber einen Job zu kriegen oder sowas. Und dann steht er zur Wahl und seine Gegnerin lügt wieder. Und man fragt die Leute, hat sie gelogen? Ja. Für wen würdet ihr stimmen? Für diese Kandidatin. Das bedeutet, in diesem Kontext haben sich die Leute gesagt, wenn ich das Gefühl habe, das System funktioniert und die Leute sind relativ ehrlich und dann kommt einer an und lügt, dann bestrafe ich den. Aber wenn ich das Gefühl habe, das System ist sowieso korrupt, und die Person, die lügt, lügt zwar, aber steht auf meiner Seite, dann ist es mir wurscht, dass sie lügt. Und ich glaube, das hat ein bisschen einen Bezug zu dem, was du gesagt hast. Also Leute nicht unbedingt gesagt haben, Trump ist wunderbar. Viele, es gibt natürlich seine Die-Hard-Fans, die denken, er sei der Gott auf Erden, aber das ist die Minderheit. Selbst unter seinen Wählern ist das die Minderheit. Und viele Leute haben gesagt, um salopp zu sagen, he's an asshole, but he's our asshole. Er ist ein Arschloch, aber er ist unser Arschloch. Er steht auf unserer Seite. Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Also das besprichst du ja auch in deinem Buch, diese sozusagen, das ist jetzt eine Art Selbstkritik der Eliten. Und ich habe auch oft den Eindruck, das wird noch nicht ausreichend sozusagen praktiziert. Und in Deutschland ist es zum Beispiel so, du sprichst es für andere Länder an, wenn man, es gab eine Studie, ich weiß nicht mehr genau, wer die gemacht hat, es war vor kurzem. Und zwar, da ging es darum, welche Hintergründe haben eigentlich die Leute, die im Bundestag sitzen? Mhm. Und vor noch ein paar Jahrzehnten war, glaube ich, etwa ein Drittel aus der Einkommens- und Bildungsoberschicht. Und es gab sehr viele Aufstiegsbiografien, sodass man sagen kann, diese Idee, dass der Bundestag die Bevölkerung in ihrer Breite repräsentiert, also jetzt nicht nur ein Volksvertreter, der sozusagen für den ich gestimmt habe, sondern vielleicht auch jemand, der aus verschiedenen Milieus kommt, verschiedene sozusagen Erwerbsbiografien und so weiter hat. Das ist zurückgedrängt worden. Mittlerweile sind zwei Drittel aller Abgeordneten im Bundestag kommen aus der Einkommens- und Bildungsoberschicht. Und wir kennen noch so aus der Vergangenheit diese beeindruckenden Aufstiegsbiografien. Also Cem Özdemir ist jetzt vielleicht das beste Beispiel. Gerhard Schröder hat zum Beispiel Hauptschulabschluss gemacht, dann Abitur nachgeholt, studiert. Es gibt noch ein paar andere Fälle. Das ist extrem selten geworden. Und was vielleicht auch noch damit zusammenhängt, auch für Deutschland jetzt speziell, ich weiß nicht, ob es in Amerika auch so ist, Steffen Mau, der jetzt auch hier demnächst Gast sein wird, hat auch eine Untersuchung gemacht, dass den Leuten, die einen hohen Social Economic Status haben, also Bildung und Einkommen relativ hoch ist, denen ist Diversität sehr wichtig, aber sie verstehen unter Diversität hauptsächlich Race und Gender. Also ihnen ist es wichtig, in einem vielfältigen Umfeld zu leben, sind aber nicht so sensibilisiert für die Frage der Klasse und des Einkommens. Das sehen die nicht so als Problem an.
wenn man Leute aus der anderen Gruppe fragt, die relativ eher in der mittleren Einkommens- bis unteren Einkommensgruppen sind, denen ist nicht so sehr wichtig, dass es divers ist, was sexuelle Identität, Orientierung oder Herkunft betrifft. Aber die sind sehr sensibilisiert für materielle Ungleichheit. Und das könnte dazu führen, dass es einfach vielleicht, ich meine, es gibt in anderen Ländern auch so eine Art Verzerrung gibt in der Selbstwahrnehmung, dass man denkt, man repräsentiert alle, man ist auch progressiv in dem Sinne, dass man divers ist, aber man hat eigentlich so ein bisschen einen Bereich vergessen, nämlich den, den man vielleicht gar nicht kennt, weil man in diesem Milieu einfach nicht zu Hause ist. Ich antworte jetzt mal auf persönliche Frage. Also ich komme in Deutschland aus einem sehr unterschiedlichen Milieu. Ich bin viel umgezogen, mit sehr vielen verschiedenen Leuten aufgewachsen. Meine Mutter ist Musikerin, sie ist Dirigentin, sie ist gerade mit mir vorhin hierher gelaufen und hat mir gesagt, das erste Mal, dass sie vor einem Orchester stand, war tatsächlich als Studierende hier an der UdK, an der Konzerthalle vorne. Also sie ist Künstlerin, aber wie das als Künstler so ist, mal ging es uns wirtschaftlich okay, mal auch weniger okay, als ich Kind war und so weiter. Hier komme ich nicht aus einem besonders elitären sozialen Ding. Aber in die USA bin ich halt gekommen als Doktorstudent und dann eben Prof geworden und so weiter und eben als Doktorand an der Harvard-Universität etc. Und wenn ich mir mein eigenes Leben anschaue heute in den USA, dann, dass ich eingewandert bin, indem ich halt seit 12 Jahren schwerpunktmäßig lebe, ist es einerseits wunderbar für mich, wie divers mein Bekannten- und mein Freundeskreis ist. Und ich könnte mir eben auf die Schulter klopfen und sagen, es ist nicht toll, dass ich wirklich befreundet bin mit Leuten, die von jedem Kontinent stammen und die eine sexuelle Orientierung haben und etc. etc. Stimmt auch, ist auch etwas, was ich liebe daran, an den USA zu leben und an meinen sozialen Zirkel in den USA liebe. Aber gleichzeitig kenne ich in den USA fast niemanden, der nicht an der Uni gewesen ist. Und sogar fast niemanden, der nicht an der Elite-Uni gewesen ist. Und zwar viele Leute, die so wie ich im Doktorstudentum sehr wenig verdient haben und so weiter, aber wenige Leute, die jetzt 10 Jahre später nicht wirtschaftlich doch ganz ordentlich dastehen. Ja. Und da merke ich schon auch aus meinem eigenen Kreis heraus, man kann sich selber vormachen, man würde in einer wahnsinnig diversen Welt leben, aber es gibt da eben auch riesige Blindflächen, denen man sich nicht einmal unbedingt bewusst ist, weil man nicht vorsichtig ist. Und das hat natürlich auch etwas mit der Einschätzung der politischen Sichtweisen zu tun. Weil viele Menschen einen ganz einfachen kognitiven Fehler machen. Das heißt bei Kahneman den Availability Bias. Wenn ich sozusagen überlege, wie ist eine Menschengruppe oder wie auch immer drauf, dann denke ich, oh, wen kenne ich aus der Menschengruppe? Was glauben die so zu der Welt? Ah, dann muss das ja irgendwie repräsentativ sein für die Gruppe. Und den Fehler machen wahnsinnig viele Leute, die ich in den USA kenne. Und zwar sagen, okay, was für Meinungen haben zum Beispiel schwarze Amerikaner so im Durchschnitt? Naja, ich kenne ja einige schwarze Amerikaner. Was denken die denn so von der Welt? Ja gut, ich kenne aber schwarze Amerikaner, die in Harvard studiert haben. Und das ist eben leider nicht der Durchschnitt von irgendeiner Bevölkerungsgruppe, aber eben auch nicht der Durchschnitt von schwarzen Amerikanern. Ne? Und wenn ich dann von denen darauf schließe, wie der durchschnittliche Afroamerikaner die Welt sieht, mache ich eben einen riesigen Fehler. Und ein Beispiel davon, das ist ein kompliziertes Thema, ist, dass die Mehrheit der schwarzen Amerikaner das Gefühl hat, die Polizei muss reformiert werden. Die Mehrheit der schwarzen Amerikaner das Gefühl hat, es gibt natürlich ein Problem mit Polizeigewalt. Aber unter meinen schwarzen Bekannten viele das Gefühl haben, vielleicht sollen wir die Polizei abschaffen oder vielleicht weniger Polizei haben, etc. Wenn man sich aber Umfragen anschaut, ist klipp und klar ist, dass der durchschnittliche schwarze Amerikaner mehr Polizei will, mehr Polizeipräsenz will, weil sie, anders als ich und meine Freunde, in Nachbarschaften wohnen, wo es eben auch viel Kriminalität gibt, wo es viele Probleme gibt und man eben das Gefühl hat, ohne Polizei und Staatsschutz haben wir ein Problem. Wenn wir bei Morden weniger als 50% aufgeklärt werden in vielen solchen Nachbarschaften, brauchen wir bessere Polizeiarbeit. Ja, wir wollen, dass die Polizei reformiert ist. Ja, wir wollen nicht Angst haben, mit der Polizei zusammenarbeiten. Wir wollen nicht vor Polizeigewalt Angst haben. Da muss ja viel geschehen. Aber wir wollen bessere Polizei, mehr Polizei, nicht Polizei abschaffen. Und da ist es ganz einfach, nur als ein sozusagen Themenbeispiel, die falsche Schlussfolgerung zu ziehen,
weil man sozusagen aus dem eigenen, auf eine bestimmte Weise diversen Bekanntenkreis schließt auf ein ganzes Land, das aber auf anderen Dimensionen divers ist, die einem nicht unbedingt klar sind. Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich dasselbe beobachtet habe, wenn man sich klassische Medien anguckt und soziale Medien, weil die klassischen Medien jetzt auch oft Diskussionen, Probleme, Fragestellungen sich aus den sozialen Medien holen. Aber da ist es ja auch so, vor allen Dingen Twitter ist natürlich das Medium, wo besonders viel politisch Interessierte sind, Intellektuelle unterwegs sind, viele Sachen diskutiert werden, oft auch auf einem hohen Niveau, muss man sagen, wenn man es jetzt mit anderen sozialen Medien vergleicht. Aber genau dasselbe eigentlich passiert. Es findet schon eine große Vorselektion statt. Wer ist überhaupt auf Twitter? Eher jüngere Leute, etwas höherer Bildungsstand als der Durchschnitt. Laute Stimmen kriegen ein bisschen mehr Gehör, Leute sind überdurchschnittlich politisch interessiert. Also auch da hat man eigentlich eine Verzerrung, auch eine andere Form von Availability Bias. Und oft trotzdem die Journalisten dann sagen, das ist gerade ein großes Problem. Das wird gerade heiß diskutiert und dann schaut man sich die Umfragen an. Es war sehr ernüchternd bei MeToo, zum Beispiel in Deutschland, als das in Deutschland diskutiert wurde. Natürlich unter den gebildeten Intellektuellen, würde ich sagen, war das ein großes Thema. Viele fanden das auch sehr, sehr wichtig. Dann wurde eine Umfrage gemacht in Deutschland, wie wichtig ist das als politisches Thema? Ich glaube, so 2 oder 3% haben gesagt, das ist ein wichtiges Thema. Also eine totale Verzerrung eigentlich der eigenen Welt mit der repräsentierten Welt. Was ich noch fragen wollte, könnte man nicht sogar noch einen Schritt weitergehen, jetzt sozusagen soziologisch zu dem, was du da beschrieben hast? Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so eine Art, oder ich fange mal anders an. Ich habe mal, wenn man in New York ist, fragt man Leute oft, are you American? Mhm. Und dann sagen sie, I'm not American, I'm from New York. Als sei das ein eigenes Land, so als Witz. Ich glaube, das ist eher eine europäische Vorstellung. Ich weiß, du kennst ich habe es aber, ich habe wirklich von Amerikanern, also das ist jetzt nicht eingebildet, sondern von echten Amerikanern, das jetzt öfter schon gehört. Okay. Ich wollte nur sagen, und es gibt aber so vielleicht so ein vergleichbares Phänomen, dass es so etwas gibt, wie Florida sagen würde, die Creative Class oder Global Class von Leuten, die, wie du sie beschreibst, jetzt an sehr guten Unis waren, mehrere Sprachen sprechen, oft 2, meistens sogar 3 Sprachen, sehr erfolgreich sind. Natürlich, klar, wenn man Akademiker am Anfang ist, an der Uni ist man arm, aber danach ist klar, die Möglichkeiten, die man hat, sich zu entfalten, sind gigantisch. Und die stellen schon fast so eine Art eigene, die sind eigentlich staatenlos in dem Sinn, dass ihnen gar nicht mehr so wichtig ist, ob sie jetzt in New York leben. Ich meine, du bist vielleicht auch so ein Beispiel dafür, ne? Du bist jetzt einfach nach Amerika gegangen, weil du da bessere Chancen gesehen hast und fühlst dich da wohl. Aber wenn es dich verschlagen würde, würdest du vielleicht auch in London eine Stelle annehmen oder vielleicht sogar auch nach Shanghai gehen. Und das ist so eine bestimmte neue Gruppe, die sich findet, die vollkommen jenseits von Staatlichkeit denkt. Also die schon so weit im Progressiven ist, dass sie das alles hinter sich gelassen hat und sich eigentlich noch mehr entfernt hat von den meisten Menschen, die schon gerne an einem Ort sind und so ihren Alltag. Ne? Also vielleicht ich sehe das ein bisschen, aber ich bin da ein bisschen skeptisch, weil ich das Gefühl habe, die Anzahl der Menschen, die ich kenne, die wirklich sagen, für den richtigen Job gehe ich morgen wo auch immer hin, ist ziemlich begrenzt. Also auch unter Professoren, auch etc. Ich meine, vielleicht Leute, die sagen, ich habe in 2 Ländern Wurzeln und ob ich jetzt in diesem oder in dem anderen Land lebe, bin ich relativ offen. Oder vielleicht junge Leute, die mit 23 noch sagen, cool, warum nicht? Aber die dann nach ein paar Jahren auch oft nach Hause gehen wollen. Mhm. Also sozusagen diese sogenannte globale Klasse, die sagt, ich habe überhaupt keine Wurzeln und ich bin überall genauso glücklich. Es geht nur irgendwie darum, wie viel ich verdiene und ob der Job interessant ist. Das ist wirklich eine kleine Anzahl von Menschen letztlich. Wahrscheinlich also, ich gehe nach Barcelona, Paris oder New York, aber es ist jetzt nicht so, ich gehe in jede Stadt auf der ganzen Welt, sondern wenn Sie sagen, ich könnte überall leben, denken Sie schon an bestimmte sehr urbane, und viele, die dann 3 Jahre nach Barcelona gehen, sagen sich, wunderbar, ich liebe das hier, aber nach ein paar Jahren will ich doch wieder nach Hause. Also, was aber, glaube ich, ein größeres Problem ist, sind sozusagen die Kategorie darunter. Und zwar Leute, die in Berlin wohnen oder in New York, wo ich ja lange gelebt habe und was ich liebe und so weiter. Und sich dann sagen, ja, aber die Leute, die eben nicht in diesen Zentren von Leuten leben, die hochgebildet sind, die besseres Einkommen haben, die eine bestimmte Art von kultureller Sprache haben, die eben zu Hause, selbst wenn sie daher kommen, ja, ich bin da irgendwie in diesem blöden Kaff aufgewachsen und die Leute, die da geblieben sind, das sind ja blöde, schlimme Menschen und
und sozusagen ich hier in der Großstadt oder in der Hauptstadt unter anderen Leuten, die irgendwie cool sind und so weiter, wir schauen jetzt herab auf diese anderen Leute im Land. Also dafür brauchst du das eigene Land gar nicht zu verlassen, sondern kannst sozusagen nur innerhalb des Landes umziehen oder von mir aus auch nur Milieu wechseln oder eben schon in diesem Milieu reingeboren sein. Das halte ich eigentlich für ein größeres Problem. Also dieses auf Leute innerhalb des eigenen Landes herabblicken, weil die eine andere Lebensvorstellung haben, weil die einen anderen Lebensentwurf haben. Ich meine, ich bin zum Teil in bestimmten deutschen Dörfern und Kleinstädten aufgewachsen. Ich würde da auch gegen viel Geld nicht mehr wohnen wollen. Aber das ist meine persönliche Entscheidung. Und ich glaube nicht, dass das meinen Lebensentwurf oder mein Milieu besser macht. Ja. Ich würde um einiges lieber in Berlin wohnen, als in einigen der Orten, in denen ich zum Teil aufgewachsen bin. Aber ich glaube, ich muss meinen Mitbürgern gegenüber den Respekt haben, zu sagen, dass ich nicht besser bin als die oder dass mein Lebensentwurf nicht besser ist als derer und dass auch ich die richtigen moralischen Ansichten nicht gepachtet habe, sondern dass wir eben zusammen dieses Land als Teil des Wahlvolkes regieren können. Das bedeutet, wir können zusammen Kompromisse finden und irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und ich glaube, ich habe sozusagen weniger Angst vor den paar hundert Leuten im Land, die wirklich auf die Weise, wie du es angesprochen hast, global sind, und mehr Angst vor den Leuten, die sagen, sozusagen, ich komme aus dem richtigen Milieu und habe die richtigen Ansichten und so weiter, und zumindest die Hälfte des Landes, das sind jetzt aber wirklich die moralisch und vielleicht zum Teil auch materiell zurückgebliebenen, auf die ich herabschaue. Ja, obwohl man wahrscheinlich sagen muss, das ist in Amerika krasser, weil es da wirklich diese Spaltung in der Mitte gibt und die, also nachweislich, wenn man so Policy-Fragen sich anguckt, die Mittelwerte sich voneinander entfernen seit etwa 15 Jahren, während in Deutschland alle Umfragen eigentlich darauf hindeuten, dass es meistens so 80-20 sind, ne? Also Vertrauen in die öffentlichen Medien und Vertrauen in Demokratie und freiheitliche, demokratische Werte und so. Es gibt eigentlich immer so den rechten Rand, auch Verschwörungstheorien, jetzt auch die, sozusagen die radikalen Impfgegner. Das sind meistens eher kleinere Gruppen, also es ist jetzt nicht 50-50 wie in Amerika, vielleicht auch durch das Parteiensystem, sondern eher so, ja. Ja, das ist das deutsche Parteiensystem besser, weil man eben auch, also wenn man zum Beispiel in den USA strukturell das Problem hat, dass wenn irgendjemand innerhalb des eigenen politischen Gefildes oder eigenen Partei was Blödes oder Extremes oder wie auch immer sagt und dann von der anderen Partei kritisiert wird, wenn man selber die Person auch kritisiert, dann heißt es, oh, du bist ja Verräter, du stehst bei der anderen Partei. Mhm. Während hier, wenn irgendjemand bei den Grünen was Blödes sagt, dann kann jemand von der SPD sagen, hey, Moment mal, bin ich jetzt nicht derselben Meinung. Wenn jemand bei der SPD was Blödes sagt, kann man von den Grünen sagen, hey, Moment mal, bin ich ganz derselben Meinung, ohne dass es deshalb irgendwie scheinen würde, als sei man jetzt für die AfD oder sowas. Ne? Ja. Und das andere, wo ich meine Meinung auch ein bisschen geändert habe, ist das Unisystem. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Problem in den USA, dass man Leute im Alter von 17, 18 abholt, oft. Leute, die aus relativ normalen Verhältnissen kommen oder zum Teil auch wirklich benachteiligten Verhältnissen, aus dem ganzen Land und so weiter. Also da sind die Unis ja sehr gut darin zu rekrutieren, wirklich im ganzen Land etc. Aber im Alter von 17 oder 18 kommst du dann eben an eine Elite-Uni mit lauter anderen Leuten, die ihr Leben lang große Gelegenheiten haben werden, gut verdienen werden, in den großen Städten leben werden. Man lebt in Wohnheimen auf dem Campus, hat also auch zur lokalen Bevölkerung kaum irgendeinen Kontakt. Und das bedeutet, selbst wenn man aus wirklich normalem Elternhaus kommt, ab 17 oder 18 ist man nur unter lauter anderen Elite-Leuten. Und wenn man halt irgendwie mal 40 ist oder 45 und Verantwortung trägt, dann ist man mehr als die Hälfte seines Lebens nicht mehr in irgendwie einem normalen sozialen Kontakt mit Leuten gewesen, die nicht dieselben Chancen haben. Also Bildungssegregation, und, könnte man fast sagen. Ist ja, Form von, ja. Genau, und das ist, glaube ich, ein echtes Problem. Und da muss ich sagen, bin ich mittlerweile ein größerer Freund des deutschen Unisystems, das vielleicht manchmal Leuten, Studenten nicht ganz dieselben Chancen bietet, das auch Nachteile hat. Aber wo ich sage, es ist eigentlich gut, dass viele Leute relativ nah am Heimatort in die Uni gehen, auch während dem Studium normal in der Stadt wohnen, wo sie mit Nachbarn umgehen müssen und mit normalen Leuten in der Nachbarschaft und nicht irgendwie nur mit
anderen Studierenden und so weiter, dass viele Leute während dem Studium auch irgendwelche Jobs haben, wo sie auch mit anderen Menschen in Kontakt bleiben und so weiter. Ich glaube, all das ist für den sozialen Zusammenhang im Land eigentlich ganz gut. Ja. Wir waren gerade bei der progressiven Selbstkritik. Du hast einen Brief unterschrieben vom Harper's Magazine, wo eine offene Debattenkultur gefordert wurde. Und als ich den Brief gelesen habe, dachte ich so ein bisschen so, das ist eigentlich unstrittig. Ja? Also was da geschrieben wurde, da stand drin, sehr viele berühmte Leute, also Noam Chomsky hat unterschrieben und Cornel West hat unterschrieben und viele andere auch. Und es ging eigentlich hauptsächlich um die Idee, mit Argumenten Leute zu überzeugen und nicht, wenn sie etwas abweichende Ansichten haben, sie durch soziale Ausgrenzung oder welche Mechanismen auch immer zu bestrafen. Und eigentlich ist es ja so, wenn man so offene Briefe schreibt, das ist meistens so allgemein formuliert, dass man eigentlich kaum widersprechen kann. Aber interessanterweise hat dieser Brief sehr starken Widerspruch in einigen Kreisen hervorgerufen. Er ist auch hier in Deutschland verschieden diskutiert worden. Kannst du vielleicht noch so ein bisschen erzählen, worum es da ging und was da passiert ist? Ja, ich habe eben schon momentan den Eindruck, dass es in den USA und immer mehr auch in anderen Ländern zum Teil eine sehr unfreie Debattenkultur gibt, wo man nicht offen über Sachen streiten und diskutieren kann, wo nicht angefangen wird mit, wir versuchen wirklich alle dieses Problem zu verstehen und uns darüber zu überlegen zusammen, wie man damit umgehen kann, sondern wo sozusagen bestimmte Positionen als heilig dargestellt werden. Und gleich gesagt wird, wenn jemand mit dieser Position nicht übereinstimmt, nicht weil er unbedingt andere Werte hat, sondern weil er das faktisch für falsch findet oder weil er denkt, das ist vielleicht nicht die richtige Lösung für das Problem, das wird überhaupt nicht funktionieren, das wird kontraproduktiv werden vielleicht, dann ist er ein schlimmer Mensch. Dann muss es ihm nicht um das Ziel gehen, sondern er ist irgendwie ein heimlicher Rechter oder ein heimlicher wie auch immer. Und das ist nicht akzeptabel. Bis hin zu bestimmten Fällen, wo Leute dann tatsächlich aus sehr absurden Gründen von ihren Jobs gefeuert werden oder öffentlich niedergemacht werden. Also ich habe zum Beispiel eine kleine Reportage gemacht und gesprochen mit jemandem, das ist so einer der absurdesten Fälle, der selber ein sogenannter, ich mag diesen Ausdruck nicht besonders, aber ein sogenannter Person of Color ist, also er ist ein Latino, ja. Ein Elektriker, der in seinem Firmenwagen saß, irgendwie von unten am Job zurückkam und die Hand irgendwie aus dem Fenster hielt und irgendjemand dachte, er hätte ein OK-Symbol gemacht. Das OK-Symbol an sich ist auch schon absurd, das ist also halt so ein, genau so ein so. Symbol, mit dem gesagt ja. wird, seit Jahrzehnten, okay, geht in Ordnung. Ja. Und irgendwelche Trolls haben das als Witz auf 4chan so getan, als sei das ein White Supremacist Symbol, also ein rassistisches Symbol, weil das angeblich irgendwie WP, also weiße Macht. Weil man es so, ne, man kann es so lesen, als sei das das W, wenn man es umdreht und das hier ein verlängertes P. Also genau, mit sehr viel Fantasie kann man das umdrehen. Mit sehr viel Fantasie. Das waren wirklich Trolls, so. Die das auf 4chan erfunden ja. haben. Und die meisten Amerikaner wissen das nicht. Also wenn du das Symbol machst, dann werden wahrscheinlich, also ich habe das, gibt jetzt keine Studie dazu gelesen, aber ich würde vorstellen, 10% wissen gar nicht, worum es geht und 75% denken, das heißt okay und 15% wissen irgendwie, dass das noch diese sekundäre Ding heißen soll. So. Und dieser Typ machte nicht mal dieses Symbol, sondern hatte einfach nur die Hand sozusagen aus dem Auto hängen ja, und irgendjemand hat ein Foto davon gemacht und das auf Twitter gestellt und gesagt, wie kann das sein, dass hier ein Angestellter von den Stadtwerken oder wie auch immer dieses rassistische Symbol macht. Da wurde überhaupt nichts eingegangen, also dass der selber nicht weiß ist, dass er sich überhaupt nicht für Politik interessiert, ja. dass er in seinem Leben nie gewählt hat, dass er sagt, dass es überhaupt keinen Ansatzpunkt gab zu denken, dass er dieses Gedankengut hätte. Sondern es ging dann nur eben um diese moralische Reinheit zu sagen, oh, der hat jetzt irgendwas Schlimmes gemacht und jetzt muss er gefeuert werden. Und wenn man mit jemandem spricht, da wird eine Existenz kaputt gemacht. Mhm. Das ist ein Mensch, dem ging es mal wirtschaftlich okay, mal wirtschaftlich wirklich schlecht. Der hat gesagt, das ist der beste Job, den ich in meinem Leben gehabt habe. Ich kann endlich irgendwie für meine Kinder besser sorgen, etc.
Und wenn jemand aus solch einfach absurden Gründen dann gefeuert wird und man redet mit dem, dann geht einem das halt schon nah. Und da geht es um zwei Sachen. Erstens um die Gerechtigkeit gegenüber Menschen wie Ja. diesem. Also jeder, der da sagt, ach, der ist mir wurscht, weil das ist für Fortschritt, macht mir ein bisschen Angst. Es gibt den Spruch, den Revolutionäre manchmal leicht auf den Lippen haben, dass man kein Omelett machen könne, ohne ein paar Eier zu zerstören. Aber die Antwort darauf ist, dass man sehr viele Eier zerstören kann, ohne jemals ein Omelett zu machen. Ja. Also wenn Eier zerstört werden, macht es mir ein bisschen Angst, weil das Menschen sind in dieser Metapher. Aber das Zweite ist, was bringt das? Also wie werden Die die Gesellschaft USA liberaler ein dadurch, weniger dass man rassistisches den. Land, dadurch, dass man hier irgendjemanden, der gar nichts gemacht hat, zum Exempel statuiert Ja. und von seinem Job feuert? Und da macht es mir eben schon ein bisschen Sorge, wenn so ein Diskurs ausrastet, sagen wir mal. Wo es nicht darum geht, aus zwei Gründen, wie gesagt. Das eine, weil Menschen dabei ungerecht behandelt werden. Und das zweite, weil das eben nicht eine produktive Weise ist, mit den tatsächlichen Problemen, die es im Land ja ohne Frage gibt, Ja. umzugehen. Also gegen das, was es in den USA an Rassismus noch gibt, anzugehen, ist mir wirklich ein Grundverlangen. Aber das tun wir ja nicht, indem wir diesen armen Latino-Menschen feuern, weil er irgendwie die Hand aus dem Auto da hängen hat und irgendjemand stellt sich vor, da irgendein Symbol gesehen zu haben. Jetzt kann man natürlich sagen, viele Kritikpunkte oder sagen wir mal Fälle, die in diesem Brief zum Beispiel vorkamen, waren ja welche, wo berühmte Leute auch kritisiert wurden, Leute, die Einfluss haben. Und ein Kritikpunkt, den man immer gehört hat, ist, dass da jetzt Leute, die sehr viel institutionelle Macht haben, dadurch, dass sie bekannt sind oder an der Universität sind oder berühmte Bücher schreiben oder Filme produzieren und so weiter, dass die es einfach nicht so gerne haben, kritisiert zu werden. Natürlich, es gibt diesen schlimmen Fall, von dem du da gerade gesprochen hast, aber viele andere Fälle sind die, wo Leute sagen, naja, die müssen es jetzt auch einfach ertragen, dass sie härter kritisiert werden. Und was machen die in dem Brief? Die schreiben jetzt, wir dürfen sie nicht kritisieren, Aber weil. das steht ja nicht in dem Brief. Also Ja. kritisieren ist wunderbar, kritisieren ist das Lebensblut der Demokratie. Ja. Und wenn einer einen unfair kritisiert, dann kann es einen manchmal ein bisschen ärgern, aber das ist ein gutes Recht. Ja. Ich bin da übrigens auch viel radikaler, als die Leute in Deutschland sind. Ich finde es zum Beispiel absurd, dass ich bestimmte Politiker nicht ein Arschloch nennen darf, ohne deshalb rechtlich belangt zu werden. Ist zwar vielleicht nicht angenehm, rumzulaufen und irgendjeden ein Arschloch zu nennen. Kostet halt so 600 bis 800 Wenn ich Euro. Politiker wäre, würde ich auch nicht gerne Arschloch genannt werden, aber dass man sagt, oh, das geht jetzt nicht, oder wie in Hamburg mit dieser Pimmelgeschichte, Ja. mit dem Kultursenator, ne? Also das ist für mich alles absurd. Also da bin ich auch für einen viel robusteren Diskurs. Ja. Und wenn irgendjemand auf Twitter mich beschimpfen will, tut da manchmal weh, das ist nicht immer angenehm, aber damit überhaupt kein Problem. Das Problem ist, wenn die Leute wirklich Existenzangst bekommen. Das Problem ist, wenn die Leute das Gefühl haben, ich kann bestimmte Positionen nicht kritisieren, ohne deshalb eventuell gefeuert zu werden. Denn dann kommen wir in eine Orthodoxie, in der wir Fehler machen werden. In der, wie in diesem Fall, wir so tun, als würden wir einem wichtigen Ziel, einem wirklich wichtigen Ziel, wie der Bekämpfung des Rassismus zuarbeiten, es aber gar nicht tun. Ja, Und das ist ein wirkliches Problem. also Und vielleicht so das eine dritte Problem. Ersatzhandlung dann, ne? So wie eine symbolische, man hat sozusagen eigentlich wie das symbolische Opfer in der Religion, man opfert sozusagen dann eine Person, das sendet vielleicht auch ein Signal, aber man hat vielleicht nicht den Effekt, den man möchte oder das Und erreicht, das was war, man glaube will. ich, in der Zeit von Trump besonders stark, aber auch heute noch in den USA, dass sozusagen wir konnten nicht viel gegen Trump anrichten, weil er sitzt im Weißen Haus und darüber habe ich irgendwie keine Macht. Und ich kann zwar demonstrieren gehen und mache das vielleicht auch gerne, aber irgendwie nach ein paar Demos haben wir auch nicht viel bewirkt und dann wird es irgendwann langweilig. Aber was ich machen kann, ist, die Leute im eigenen Bereich zu säubern. Zu sagen, Moment mal, also sagen, in dem Bereich, in dem ich Macht habe, an der eigenen Uni oder in der eigenen Firma oder in der eigenen Nachbarschaft, wenn da jemand ist, der unrein ist moralisch, den kann man dann verstoßen. Und dadurch ist das Opfer davon oft nicht die Leute, die wirklich vielleicht rassistisch sind oder bigott sind, nicht die Leute, die wirklich gefährlich sind, sondern es sind sozusagen die Leute innerhalb der eigenen Reihen,
die aber vielleicht nicht ganz zustimmen oder die vielleicht auch nur irgendwie manchmal neurodivers sind und deshalb irgendwie etwas nicht ganz richtig ausdrücken oder wie auch immer. Das sind dann oft die Opfer von solchen Bewegungen und eben nicht die Leute, gegen die jeder, der für die Demokratie einstehen will, vielleicht wirklich kämpfen sollte. Ja. Mir ist aufgefallen, dass es wird ja oft rubriziert sozusagen unter dem Begriff Cancel Culture. Mhm. In Amerika gibt es sehr viele dokumentierte Fälle von typischerweise an den Universitäten von Leuten, die erst eingeladen werden und dann Disinvitation sagt man, dann wieder ausgeladen werden. Das ist gar nicht unbedingt nur Leute, die sagen wir mal sehr konservativ sind. Das kann eigentlich jeden treffen, kann im linken Lager, rechten Lager, hat auch Studentinnen und Studenten schon getroffen. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, man sollte das nicht Cancel Culture nennen, weil das eigentlich nur der extreme Fall ist von einer Form der Kommunikation, die, wie du es ja gerade beschrieben hast, nicht so sehr auf das Argument setzt und die Kritik, sondern halt nicht argumentative Möglichkeiten nutzen möchte, Leute von ihrer Meinung abzuhalten. Aber es gibt es eigentlich auch sehr stark im rechten Lager. Also wenn man sich das so anschaut, auf Twitter zum Beispiel, die Mechanismen sind, glaube ich, das Ziel ist ähnlich, aber die Mechanismen sind anders. Der Mechanismus im rechten Lager ist oft Beleidigung, Gewaltandrohung. Teilweise werden Adressen veröffentlicht, also man macht es Leuten schwerer, bestimmte... Aber das passiert ja links alles auch. Genau, ich wollte nur sagen, also das ist, scheint mir erstmal so ein Phänomen, das ist eher, sagen wir mal, vielleicht eher typischer im rechten Lager mit diesen Gewaltandrohungen. Und also wenn zum Beispiel eine junge Frau in Deutschland sich äußert in, sagen wir mal, Zeit Online zu einem Thema, das dazu noch umstritten ist, sagen wir mal Gender, kann auch der Nahostkonflikt sein, kann auch der Klimawandel sein, aber auf was irgendwie moralisch umstritten ist, gibt es viele Untersuchungen, die es mittlerweile zeigen, gehen die Hassnachrichten rein. Das heißt, die Anreizstruktur, sich zu dem Thema zu äußern, wenn man nicht so robust ist wie du, ist niedriger, weil man denkt sich, wenn ich jeden Tag mir das anhöre, ich kann auch über ein anderes Thema schreiben. Man hat so eine leichte Verschiebung der Präferenz. Das Gleiche, würde ich sagen, gibt es jetzt auch, leider auch im progressiven Lager. Und da ist es aber oft wenig, also Gewalt gibt es auch, Gewaltandrohungen, würde ich sagen, aber da wird ein bisschen mehr mit Scham und Stigma gearbeitet. Mhm. Also wie du es ja beschrieben hast, eher mit diesen moralischen Sachen. Also da wird nicht so stark gesagt, wenn du das jetzt nochmal sagst, dann finde ich deine Adresse raus und wir kommen vorbei. Vielleicht ein bisschen seltener, sondern eher so dieses, du bist, dann kommt Rassist, Transphob, also da kommt das Label. Mhm. Und das Label ist dann aber stark genug, auch wenn es oft vielleicht gar nicht begründet ist, um in bestimmten Milieus dazu für zu sorgen, dass man halt Nachteile hat, vielleicht dann keinen Job bekommt oder so. Das ist problematisch, den kann man es ist halt eher eine Pranger, also man könnte sagen, es ist eher eine Art Prangerkultur, also es ist ein Exponieren, weniger Canceln, weil Canceln ist sozusagen der seltene, ganz erfolgreiche, sozusagen in dieser Logik erfolgreiche Fall, wo sich das durchsetzt, weil es reicht aber ja, wenn man die Anreizstruktur verändert. Aber das Anprangern führt ja oft zum Cancel. Genau, also, sowohl, dass man irgendwie da gibt es ja wirklich leider auch in linken Millionen in Amerika sehr viele Beispiele, dass Leute eben aus Organisationen rausgedrängt worden oder gefeuert werden oder wie auch immer. Und natürlich auch das leise Cancel, dass man eben nicht eingeladen wird, weil jemand im Komitee sagt, Moment, nee, das ist moralisch jetzt nicht akzeptabel. Und man findet es vielleicht gar nicht heraus oder vielleicht sagt es einem jemand aus dem Komitee, nee, das hat man jetzt aus moralischen Gründen sozusagen die Person nicht eingeladen, obwohl sie nie was gesagt haben, dass wirklich schlimm wäre, nur dass eben irgendjemand das in sozialen Medien so genannt hat. Also ich weiß nicht, ob die Mechanismen da so unterschiedlich sind. Ich glaube, es ist eher sozusagen, was an beiden Seiten interessant ist, ist, dass es oft der Kampf gegen die sozusagen Softliner in eigenen Gefilde sind. Das kennt man übrigens auch aus Diktaturen. Das ist oft sozusagen die Leute, die es trifft, das sind oft nicht die echten Feinde. Das kann es auch sein. Aber eben die Leute, die eigentlich in den eigenen politischen Stamm oder wie auch immer gehören, die aber auch mal sich kritisch äußern oder die auch mal sagen, Moment mal, hat die Gruppe jetzt wirklich in allem recht oder vielleicht bin ich mit anderen Leuten in der Gruppe nicht bei allem ganz derselben Meinung. Diese sogenannten Softliner sind oft die Ersten, die Konsequenzen erfahren. Und ich glaube eben interessanterweise, es gibt eine rechte Cancel-Kultur, die sich manchmal gegen Linke richtet, aber oft eben gegen Konservative, die Donald Trump kritisieren.
also Liz Cheney heutzutage oder den Schriftsteller, den ich sehr bewundere, David French, der 2015, 2016 sehr couragiert gegen Trump geschrieben hat. Und der ist eben unglaublich unter Druck geraten, also bis hin dazu, dass seine adoptierte schwarze Tochter gefotoshoppt worden ist in Konzentrationslager und solche Sachen, wirklich schlimme Sachen. Und die Wut auf ihn als alten Konservativen war eben viel stärker als die Wut, als halt irgendwelche Leute, die schon immer links waren und links stehen und sagen, Trump ist scheiße. Ist ja nicht überraschend, dass sie das sagen. Also sagen, der Abtrünnige in den eigenen Reihen, das ist ganz schlimm. Aber es ist eigentlich ein Muster, kann man sagen, sollte sich unterbrechen, aber es ist eigentlich ein Muster, was wir in sehr vielen Varianten kennen. Der Verräter wird härter bestraft als der Absolut. Gegner, also die Apostaten, die vom Glauben abfallen, das ist viel, viel schlimmer als einen anderen Glauben zu haben oder vielleicht Atheist zu sein. Bei John Locke im Letter of Toleration, eines der Gründungsdokumente sozusagen der Toleranz, der religiösen Toleranz, heißt es ja, wir als Christen müssen Juden und Muslime irgendwie tolerieren, aber wenn einer Christ war und dann irgendwie was Falsches sagt oder übertritt, das können wir natürlich nicht tolerieren. Das ist weiter als die Toleranz. Also ja, das ist ein ganz normaler menschlicher Gruppenmechanismus, der sehr alt ist, aber deshalb nicht weniger gefährlich. Dann haben wir jetzt so eine Art, sagen wir, neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit. Es gibt ja diese Habermas-Arbeit, die vielleicht meist kritisierte Arbeit überhaupt in der vielleicht Sozialphilosophie oder auch Politikwissenschaft. Also er hat sozusagen dafür argumentiert, dass er gesagt hat, naja, wie ist eigentlich die Öffentlichkeit entstanden? Das war irgendwann mal in Zeiten der Monarchien, als sich Leute in die Kaffeehäuser begeben haben und von Angesicht zu Angesicht miteinander gesprochen haben. Und das Bürgertum hat sich dann sozusagen so Meinungen ausgetauscht und auch zu Hause in privaten Salons getroffen. Und das hat dazu geführt, dass plötzlich der zwanglose Zwang des besseren Arguments jetzt etwas idealtypisch sich immer mehr durchgesetzt hat. Und das war dann vielleicht auch ein starker Motor für die großen Demokratisierungswellen. Und jetzt haben wir eigentlich einen zweiten großen Wandel, nämlich die sozialen Medien. Die sozialen Medien geben ja auch ein demokratiefreundliches Potenzial erstmal her, weil sie ja sagen, jeder kann dabei sein, jeder kann seine Meinung äußern und Leute, die früher niemals die Öffentlichkeit gefunden hätte, sind plötzlich auch oft zu Recht bekannt, haben eine Stimme, haben vielleicht, ja, ob das jetzt ein YouTube-Kanal ist oder irgendein Abo-System, also sie haben die Möglichkeit, sich zu äußern, das ist ja erstmal ein Vorteil, aber gleichzeitig gibt es, wie du ja beschreibst, vielleicht auch sozusagen Upside oder sagen wir mal Nachteile von diesem Mechanismus. Und eine Untersuchung, die mich ziemlich überrascht hat, war, dass in Amerika immer gefragt wird, wie sehr glaubst du, kannst du deine Meinung äußern? Und das haben zur McCarthy-Zeit so 13% haben gesagt, nee, ich kann meine Meinung nicht öffentlich äußern. Also zu einer Zeit, wo es wirklich teilweise gefährlich war zu sagen, ich zum Beispiel bin Kommunist. Und jetzt ist es auf 40% angestiegen. Und es ist vor allen Dingen in den letzten so 10, 12 Jahren von relativ konstant so 25-30% hochgegangen auf über 40. Und jetzt relativ auf 40%. Ja. Es gibt solche Umfragen auch in Deutschland, aber die sind, glaube ich, nicht so viel wert, weil es da keine Vergleiche gibt. Da wird dann oft sowas gefragt in Deutschland wie, gab es eine große Diskussion in Deutschland in der Öffentlichkeit, manchmal, wenn ich in der Öffentlichkeit was sage, bin ich vorsichtig bei bestimmten Themen. So, wo jeder kultivierte Mensch sagt, ja klar, bin ich vorsichtig bei bestimmten Themen in der Öffentlichkeit, kann ich dir eine ganz lange Liste geben von Themen, wo man natürlich trivialerweise vorsichtig ist. Aber diese Untersuchung, die jetzt sehr lange gemacht wird, seit 40 Jahren, scheint doch schon einen Trend anzudeuten. Und ist das eine Folge der neuen Öffentlichkeit oder ist das einfach könnt ihr auch sagen, vielleicht einfach auch eine neue Form der Sensibilität, die vielleicht gar nicht so schlecht ist? Ich glaube, es ist tatsächlich eine Folge dieser neuen Öffentlichkeit. Also die strukturellen Gründe dafür ist kompliziert. Ich kann nur sagen, dass sich das Gefühl im Lande wirklich sehr stark verändert hat. Also ich bin angekommen in den USA 2005 für ein Jahr und dann ab 2007 habe ich dort meinen Doktor gemacht. Und es ist für Menschen, wir sind ja mittlerweile nicht mehr ganz jung, Philipp, ja, aber stimmt. Für Menschen, die noch jünger sind als wir, ja manchmal verlockend zu denken, dass in der Vergangenheit alles unglaublich schlimm war, ja. und so weiter. Also als ich in den USA 2007 ankam, in Harvard war es nicht so, dass da alle irgendwie Rechtsradikale gewesen wären, sondern im Gegenteil, es war große Aufregung, positive Begeisterung auch bei mir über die Kandidatur von Barack Obama und wie das Land verändern würde, etc.
Und eine der Sachen, die ich aber damals an dem Land geliebt habe, war, dass man sehr offen diskutieren konnte über alle möglichen Themen. Es waren zwar fast alle für Barack Obama, aber Leute, die Hillary Clinton besser fanden oder die Leute, die vielleicht auch John McCain besser fanden, konnten sich offen, ohne Angst ausdrücken. Und man hat das Gefühl, man ist irgendwie in einer spannenden Diskussion, die ich gerade auch aus dem etwas langweiligeren politischen Gefilden Europas kommend wahnsinnig toll fand. Und es waren Menschen, die echt gerungen haben darum, was ist moralisch richtig, was wird das Land mehr voranbringen. Das ist nicht so, dass das Debatte um Debattes willen, sondern da ging es um etwas, aber man konnte einander respektieren und offen sprechen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass jemals mir in diesen Jahren jemand gesagt hätte, aber das will ich natürlich nicht öffentlich sagen. Und mittlerweile höre ich diesen Spruch, wenn ich in den USA bin, am Tag 2-3 Mal. Wo Leute Sachen sagen, die richtig oder falsch wirklich nicht extrem sind. Ja, weiß nicht, also vielleicht ist Polizei abschaffen doch keine tolle Idee. Würde ich aber natürlich nie öffentlich sagen. Also wirklich, es kommt ein unterbrochen vor. Und ich kann mich erinnern, das Schönste an meinem Studium waren die Zeiten, in denen ich in meinem Zimmer zusammensaß mit irgendwelchen Freunden und bis 3 oder 4 morgen um die Welt debattiert habe. Und auch da, wir waren ernst. Es war nicht so, dass wir irgendwelche blöden oder diskriminierenden Witze gemacht haben, so, hahaha, schaut mal, was ich hier sage, sondern wir haben wirklich ernst versucht, die Welt zu verstehen und was wir davon halten und was wir wollen auf der Welt und was politisch besser oder schlechter wäre oder wie auch immer. Aber ich hatte nie Angst in diesen Gesprächen. Ich habe mir nie denken müssen, oh, wer ist jetzt gerade bei mir im Zimmer zu Gast und was sagen dann vielleicht morgen auf Instagram oder wo auch immer, etc. Das ist nie ein Gedanke, den ich hatte. Und wenn ich heute meine Studierenden frage, und es würde mich interessieren, was ihr dazu meint, und ich hoffe, das ist hier noch ein bisschen anders, sagen mir viele, nein, also mit Leuten, die ich nicht sehr gut kenne, würde ich nie über Politik diskutieren. Sondern wenn, dann mit dem besten Freund, irgendwo ganz privat. Weil wenn nicht, weißt du nie, was dann irgendwie weitererzählt wird, was ich gesagt hätte oder Ding. Und dann wird man so an den Pranger gestellt. Und das ist für mich in meiner eigenen Zeit, die ich in den USA gewesen bin, einfach eine fundamentale Veränderung, die mir Sorgen macht. Weil ich finde, dass davon sehr vieles Schönes im Leben verloren geht. Und dass es nicht zielführend ist. Ich glaube, nicht für einen Moment, dass uns das helfen wird, echte Missstände in der Gesellschaft zu bekämpfen. Ja. Ich habe sehr, sehr viele Fragen noch, die ich leider jetzt zurückstellen muss, aber ich stelle noch mal eine Abschlussfrage, weil mich das auch sehr interessiert. Und vieles, was in Amerika diskutiert wird, kommt ja früher oder später nach Europa. Nicht alles fällt hier so auf einen Resonanzboden, weil die Verhältnisse, wie wir gesehen haben, doch schon oft anders sind. Aber was wäre jetzt deine Idee, was man besser machen könnte, zum Beispiel für die öffentliche Diskussion, dass diese Angst weggeht und dass wir, oder vielleicht auch, wie kommen wir wieder zurück zu diesen Fragen, die uns eigentlich mal bewegt haben, die Fragen, die wirklich die Verhältnisse der Menschen verbessern? Ich würde 2 Sachen sagen. Das erste ist, wenn man Demokrat ist, dann muss man auch den Optimismus haben, dass der durchschnittliche Mensch ordentlich ist, dass er mal moralische Fehler machen kann, dass er vielleicht auch mal falsche Ansichten machen kann, dass er auch moralische Fehler machen kann, aber dass er ein guter Mensch sein möchte und für Argumente zugänglich ist und auch moralischen Fortschritt mitmachen muss. Wir haben das ja in unserer Lebenszeit erlebt, als ich am Gymnasium war in Deutschland, war fast niemand offen schwul oder lesbisch. Und sicherlich nicht trans. Und mittlerweile ist es, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist in der Schulzeit, ich denke, es war wahrscheinlich sicherlich so bis der 11., 12., 13. Klasse, dass einige Leute offen schwul oder lesbisch und vielleicht auch trans waren. Das ist ein wirklicher gesellschaftlicher Fortschritt, der in 20 Jahren gemacht worden ist. Und da ein bisschen Optimismus haben, ein bisschen Zuversicht, dass die Missstände, die es auch noch gibt, sich gesellschaftlich lösen können, weil der Durchschnittsmensch auch seine Meinung ändern kann. Der Durchschnittsmensch, der vielleicht in den 90er Jahren keine Schwulen kannte, weil so viele Leute nicht öffentlich schwul waren, im Closet waren, der dann Leute kennenlernt und sagt, oh, Moment,
der Cousin und dieser Bekannte und so weiter. Ja, Moment, das sind doch gute Menschen. Also vielleicht ist meine Vorstellung davon, dass das etwas Schlechtes sei, falsch gewesen. Vielleicht kann ich da meiner Meinung ändern. Es haben Millionen Menschen allein in Deutschland diesen Prozess durchgelaufen. Das sollte uns doch eigentlich ein bisschen Optimismus verfassen. Und wenn ich jetzt irgendwie hadere mit der Durchschnittsbürger, ist vielleicht ein bisschen geschlossen gegenüber Zuwanderern oder hat nicht die richtige Meinung zum Klimawandel oder wie auch immer. Der kann sich verändern, indem man mit ihm auf Augenhöhe diskutiert. Und das ist der zweite Punkt. Man kann Meinungsverschiedenheiten haben, ohne dass der andere deshalb ein schlechter Mensch ist. Und man kann auch die überzeugen, wenn man ihnen auf diese Weise begegnet und sagt, komm zu unserer Position, wir laden dich ein. Und nicht, wenn du nicht genau das denkst und nicht genauso sprichst wie ich, dann bist du ein schlechter Mensch und musst verdammt werden. Mhm. Auf die Weise gewinnt man keine Argumente. Ja. Also ein Plädoyer für die rationale Überzeugung, Persuasion. Auf Englisch, heißt auch steht nicht nur sozusagen mit dem P auf deinem T-Shirt, sondern heißt auch dein Debattenmagazin online, wo viele dieser Diskussionen geführt werden mit ziemlich vielen Intellektuellen aus allen möglichen Milieus. Vielen Dank, Jascha, dass du hier warst. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Fragen aus dem Publikum. Wenn ihr Jascha noch was fragen wollt oder was kritisch anmerken wollt, die Zeit ist gekommen. Ich verspreche, ich beiß nicht. Wir haben ein Mikrofon. Ganz hinten, ja. Und mich würde interessieren, wenn es euch recht ist, wenn ihr einmal sagt, wie ihr heißt, aber auch, was ihr studiert. Hallo? Hört mich jemand? Ja, okay, super. Ja, ich bin Lino, ich studiere europäische Medienwissenschaft an der Uni Potsdam. Ich habe hier an der UdK Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation im Bachelor studiert. Und mich würde interessieren, was du generell zu der Impfdebatte sagst, also jetzt gerade bezogen auf die Impfgegner. Inwiefern, also wie würdest du am besten vorgehen, die Leute zu überzeugen? Ach, die einfachen Fragen. Ich habe so ein paar Gedanken, ich weiß nicht, wie gut die zusammenhängen, aber so einen also nach dem nächsten. Also das Erste ist, dass manchmal debattiert wird, als ob es neu wäre, dass manche Menschen sich einem gesellschaftlichen Konsens verweigern oder manche Leute vielleicht auch Verschwörungstheorien glauben und so weiter. Und das kann die Diskussion manchmal ein bisschen dramatisieren. Und zum Glück ist das nicht, zum Glück oder auch zum Pech, ist das nicht der Fall. Es gab schon immer Menschen, die irgendwelche wirren Sachen geglaubt haben. Und daran ist an sich nichts Neues. Also was ich zum Beispiel in den USA in dem Kontext interessant finde, ist, dass bei den besseren Studien wohl ungefähr 10% der Amerikaner auf irgendeine Weise an diese seltsame Komplott QAnon denken, glauben. 1999, also gerade bevor das Internet wirklich Massenprodukt geworden ist und vor den sozialen Netzwerken, glaubten ungefähr 10% der Amerikaner daran, dass die Mondlandung fake gewesen sei. Also das bedeutet, es gibt immer einen bestimmten Anteil der Bevölkerung, der an solche Sachen glaubt. Und das ist natürlich in dieser pandemischen Lage ein echtes Problem. Aber es ist schon mal einerseits beruhigend, andererseits vielleicht besorgniserregend, dass das nicht nur dieser Moment ist, sondern dass es irgendwie immer der Fall ist. Das ist ein Gedanke dazu. Der zweite Gedanke ist, dass die beste Voraussage, wer in diese Kategorie fällt, glaube ich, so dass die gefühlte Distanz zur Macht oder zur Elite ist. Das sind in den USA zum Beispiel interessanterweise viele sehr konservative Republikaner aus eher ländlichen Gebieten, die das Gefühl haben, Washington, New York und so, das ist alles ganz weit weg und ich kenne die Leute nicht und ich traue denen nicht. Es sind aber zum Teil auch schwarze Communities oder Latino Communities, die aus zum Teil auch verständlichen Gründen das Gefühl haben,
ich bin von der Macht ganz weit weg und ich kenne die Leute nicht und ich weiß nicht, ob ich denen traue. Und das sieht man auch in Deutschland, also wenn man das Gefühl hat, es sind viele Leute im Osten Deutschlands, die eben vielleicht zu den Strukturen des Landes aus verschiedenen Gründen ein bisschen weniger Zutrauen haben, aber zum Teil eben auch Künstlermilieus, ne? Die sagen, Moment, wir sind irgendwie ein bisschen anders und sind alternativ und glauben irgendwie nicht an Wissenschaft und diese Art von Establishment sind da eher skeptischer. Ne? Und wie überzeugt man die Leute dann? Ich glaube, es ist schwer, wir werden auch nicht alle überzeugen, aber man muss den Leuten immer einen Weg bieten, ihre Meinung zu ändern, ohne zuzugeben, dass sie schlimme Menschen gewesen sind. Das denke ich immer, wenn es um Trump geht. Ja? Also irgendwie, wenn du willst, dass du gegen ihn Wahlen gewinnst, und das musst du nicht nur in 2020 machen, wie wir es zum Glück geschafft haben, aber auch noch in 2024, wenn er wahrscheinlich wieder antreten wird. Wenn du sagst, du kannst nur jetzt zu uns kommen, wenn du zugibst, dass nicht nur Trump furchtbar ist, sondern jeder, der für ihn gewählt ist, ein schlimmer Mensch ist. Und das bedeutet, du bist ein schlimmer Mensch gewesen, aber jetzt sozusagen geißelst du dich selbst, dann das ist zu hoch. Das werden die Leute, die meisten Leute nicht machen. Ein paar, ja, aber die meisten nicht. Und ähnlich, glaube ich, bringt es nichts zu sagen, die Leute, die sich jetzt nicht geimpft haben lassen, sind schlimme Menschen und Dinge, sondern man muss ihnen irgendwie sagen, okay, schaut mal, ihr habt verschiedene Bedenken gehabt. Das Bedenken zum Beispiel, dass der Impfstoff sehr schnell entwickelt worden ist, was an sich ein rationaler Bedenkpunkt ist. Aber mittlerweile ist es ja schon ein Jahr her, dass die Ersten sich haben impfen lassen. Und es scheint ihnen ja gut zu gehen. Und wir sehen ja, wie viel mehr Leute, die sich nicht geimpft haben, jetzt auf der Intensivstation liegen und so weiter. Glaubt ihr nicht, bis jetzt solltet ihr genügend Vertrauen geschöpft haben, um jetzt den Schritt zu nehmen? Ne? Also auch da geht es einfach darum, auch wenn es frustrierend ist, auf Augenhöhe zu diskutieren und die Leute ernst zu nehmen, auch wenn es einem vielleicht verständlicherweise manchmal schwerfällt. Und diesen Identitätsschutz mit einrechnen, ja? Dass Leute zum Identitätsschutz neigen, wenn man ihnen sagt, du bist falsch oder hast was falsch gemacht. Die natürliche Reaktion ist nicht, ich denke drüber nach und ändere meine Meinung. Das passiert einfach nicht. Also da muss man schon eigentlich durchgedreht sein, wenn man so drauf ist, dass man sofort, wenn man einen moralischen Vorwurf bekommt, in sich geht und seine ganze Moral in Frage stellt. Sondern typischerweise haben wir Reaktanz und halten dagegen. Ja. Vielen Dank erstmal für das Gespräch, das war sehr spannend. Ich bin Lisa, ich studiere Architektur und mich würde interessieren, was Sie zu dem Verhältnis von Wissenschaft und Demokratie denken, weil ich beobachtet habe, dass sich das verändert hat. Also schon seit längerer Zeit mit der Klimakrise natürlich, aber jetzt in Corona hat sich das ja auch nochmal zugespitzt. Also man sieht ja auf ganz vielen Plakaten solche Sprüche wie die Wissenschaft diskutiert nicht, die Zahlen diskutieren nicht. Und da frage ich mich immer, müssen wir das nicht trotzdem? Ist das nicht in der Demokratie wichtig? Und glauben Sie, dass das gefährlich ist oder dass das unsere Demokratie verändern könnte, dass das so bleibt? Also ich habe da so ganz viele Fragezeichen, weil ich das Gefühl habe, da wird auf einmal anders diskutiert und bis zum gewissen Grad ist das ja auch wichtig. Aber bis wohin und was ist zu viel? Und ja, das finde ich ist eine ganz spannende neue Dynamik, die man jetzt gerade so beobachten kann. Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, also ein paar Punkte. Der erste ist, dass natürlich ich der Wissenschaft vertraue, wenn es um Fakten geht, insbesondere wenn ein Konsens ist und das auch sozusagen seit langem etabliert ist. Und leider die Struktur sozusagen, wie man über die Welt nachdenkt, immer mit daran liegt, dass man nicht selbst alles verstehen kann. Also wenn es jetzt irgendwie neue Omikron-Variante gibt, ich verstehe irgendwie vage, gut, es gibt eine Krone auf diesem Virus und die Impfungen, die wir gehabt haben, erkennen die Konstellation dieser Krone und wenn das kommt, sagt im Moment, hier haben wir gegen Antikörper. Ja? Das macht wahrscheinlich jetzt gerade viele wissenschaftliche Fehler. Aber die Omikron-Variante hat sich eben verändert und viele von diesen Teilen der Krone sind jetzt anders. Und deshalb wissen wir zwar noch nicht aus der Empirie, dass diese Variante es besser schafft, unsere Impfungen zu umgehen, aber es gibt guten Grund zu befürchten, dass das der Fall sein kann. So.
ich habe das nicht selber nachgeprüft. Ich kenne nicht die 30 Spikes auf der Krone. Ich weiß nicht, wie diese anders sind. Habe ich die Zeit nicht für, habe ich den Background nicht für. Ich muss mich darauf verlassen, dass die Wissenschaftler das irgendwie richtig machen. So. Das erklärt in Bezug auf die letzte Frage, warum natürlich Menschen, die machtfern sind, vielleicht sich weniger darauf verlassen. Weil ich kenne Wissenschaftler. Ja? Ich kenne Leute, die Biologen sind. Ich weiß, es sind ordentliche Menschen. Ich bin mit denen befreundet. Die sind nicht Teil von irgendeinem seltsamen Komplott. Und wenn ich eine Frage hätte, könnte ich sie anrufen und sagen, kannst du mir das mal ein bisschen mehr erklären? Und ich würde es zwar nicht ganz verstehen, aber so ein bisschen. Ne? Und wenn man irgendwie viel weiter davon entfernt ist, ist es leichter, sich vorzustellen, da haben sich irgendwelche Leute irgendwas erfunden, etc. Ne? So. Also es gibt viele Bereiche, in denen ich einfach auf die Wissenschaft vertraue, weil ich es nicht selber weiß und mich irgendwie darauf verlassen muss. So. Aber dann gibt es noch zwei Fragezeichen. Das erste, was folgt daraus? Was folgt daraus für Politik und Gesellschaft? Und das kann uns die Wissenschaft nicht sagen. Ich bin da kritisiert worden am Anfang der Pandemie, als ich einen Artikel geschrieben habe in einem anderen Sinn von Cancel, Cancel Everything, der ging damals viral, das war auf Twitter worldwide trending, in der ersten Märzwoche 2020, weil ich mir die Fallzahlen anschaute, was das anrichtete damals in China und auch schon in Italien, in Frankreich zum Teil, und sagte, es kommt jetzt auch auf die USA her und wir müssen gesellschaftliche Maßnahmen ergreifen, um Großveranstaltungen abzusagen, Leute aus Büros nach Hause zu schicken etc. Und einige Professoren von meiner eigenen Uni haben mich damals auch öffentlich angefeindet und gesagt, du bist doch überhaupt kein Epidemiologe. Du darfst darüber nicht sprechen. Du bist nicht im richtigen Sinne Wissenschaftler. Okay, ich habe ja mir nicht einfallen lassen, gibt es dieses Virus, was sind die Fallzahlen, in dem habe ich mich auf die Wissenschaft verlassen. Aber dann kann ich als Bürger genauso wie der andere sagen, was soll daraus folgen? Und wenn uns die Wissenschaft sagt, die Fälle steigen rasant an und es ist bei vielen Leuten tödlich, dann kann ich als Bürger sagen, ich glaube, in dieser Situation ist die richtige Schlussfolgerung daraus, wir sollen viel mehr präventiv machen, als gerade passiert. Das ist dann nicht nur Wissenschaftler oder Naturwissenschaftler, die das machen dürfen, sondern eben auch ich als Politikwissenschaftler oder auch einfach als Bürger. Und genauso geht es aber auch andersherum. Wenn die Wissenschaftler uns jetzt vielleicht sagen, hey, es würden ohne Lockdown so und so viele Menschen sterben, dann ist es für uns alle als Bürger ein Recht zu sagen, gut, ist der Lockdown das wert oder nicht? Das ist eine unglaublich komplizierte moralische Frage. Aber das kann uns kein Wissenschaftler für uns beantworten. Wenn es um die Fakten geht, sollen wir uns auf die Wissenschaft verlassen. Aber was aus den Fakten folgt, das ist eine moralisch-politische Frage, wo kein Doktorabschluss und kein Ich bin aber Wissenschaftler das definitiv beantworten kann. Was man vielleicht auch schon daran sieht, dass selbst wenn alle Menschen den gleichen Wissensstand hätten über die Pandemie, den exakt gleichen Wissensstand, es immer noch einen Streit darum geben könnte, wie wäge ich zum Beispiel Freiheit und Sicherheit ab, weil Leute subjektiv verschiedenes Bedürfnis haben, wie stark fühle ich mich solidarisch mit allen anderen, wie stark ist meine persönliche Freiheit eingeschränkt. Also diese moralischen Fragen, die werde ich nicht los, selbst wenn ich alles, das gesamte Wissen der Welt habe, weil immer noch die Frage besteht, ja, wie will ich eigentlich leben in dieser Gesellschaft? Ja, wenn es eine tolle Weise gibt, sich zu bewegen und schneller an andere Orte zu kommen, aber im Jahr sterben deshalb 10.000 Menschen, sollen wir das machen oder nicht? Naja, das sind das Auto, ne? Ja. Es gibt Menschen, die sagen, Auto abschaffen deshalb oder überall Zone 30 oder wie auch immer. Und es gibt Menschen, die sagen, nein, das ist eben eine Gefahr, die wir auf uns nehmen müssen, um auf diese Weise besser zu leben und andere Möglichkeiten zu haben, etc. Ich weiß nicht, welches die richtige Antwort ist, aber das würde uns kein Wissenschaftler erklären. Sondern das ist eine Frage, die jeder für sich und wir dann auf demokratischen Wege gemeinschaftlich beantworten müssen. Sehe ich auch so, kann ich nicht widersprechen. Noch eine Frage? Hi, ich bin Nathan und studiere Musical an der UdK. Und also ich habe jetzt gemerkt, Sie sind sehr offensichtlich pro Diskurs, pro Debatte und miteinander sprechen. Gibt es für Sie gerade im politischen Diskurs eine Grenze, wo Sie sagen,
da lohnt es nicht zu diskutieren oder das muss irgendwie, weiß ich nicht, durch Meinungsmehrheiten versuchen, drüber hinweg entschieden werden oder sind sie immer erstmal egal, welche Meinung, Hauptsache mit den Leuten sprechen, weil das Problem ignorieren im Zweifel bringt oder führt zu nichts? Das kommt auf den Kontext an. Also ich bin, wenn es darum geht, Meinungen vom Staat verbieten zu lassen, sehr konsequent, dass ich das für eine schlechte Idee halte. Und zwar zum Teil aus dem ganz einfachen Grund, dass diejenigen, die darüber entscheiden, immer die Mächtigen sind. Per Definition. Und die Mächtigen natürlich auch Eigenschutzinteresse haben. Und die Angst, also ich würde sehr gerne alle schlimmen Meinungen verbieten lassen und vielleicht auch alle blöden Meinungen. Und wenn ich immer derjenige wäre, der das entscheidet, fände ich das auch ganz wunderbar. Aber bin ich ja nicht. Und ich traue zwar mir, aber ihr traut wahrscheinlich nicht mir und ich traue wiederum nicht euch. Und wir alle haben Grund, nicht irgendeinem Komitee zu trauen, der von der Regierung eingesetzt ist. Und deshalb wäre es zwar schön, schlimme oder blöde Meinungen zu verbieten, aber es ist für mich immer eine größere Gefahr, es zu tun, als es nicht zu tun. So, das ist sozusagen, wenn es darum geht, was staatlich verboten werden soll. Wenn es darum geht, wo macht es Sinn zu diskutieren, wo macht es nicht Sinn, ist das eine persönliche Entscheidung und auch eine Entscheidung aus dem Kontext. Ich verstehe, dass Leute, die vor einer bestimmten Diskussion persönlich betroffen sind, vielleicht schneller sagen, ich habe keinen Bock darauf. Und das ist vollkommen okay. Politisch kann man abschätzen. Also mich wurde immer gefragt, als ich durch die USA und durch andere Länder tingelte zu Zeiten von Trump, wie schaffen wir es, die Leute, die Hardcore-Unterstützer von Trump sind, davon zu überzeugen, dass er ein schlimmer Mensch ist? Schaffen wir nicht, ist auch wurscht. Weil um die Wahlen zu gewinnen, und ihn aus dem Amt zu befördern, müssen wir nicht die Hardcore-Überzeugten überreden. Das sind 10-15% der Bevölkerung, die werden so oder so zu ihm stehen. Wäre mir lieber, das wäre nicht der Fall, aber damit können wir leben. Die Frage ist, wie kriegen wir die Leute, die schon auch so die Probleme an ihm sehen, aber eben die Demokraten auch nicht mögen und vielleicht die Probleme nicht klar genug sehen, wie können wir die überreden? Und in dem Kontext zum Beispiel würde ich sagen, ich will viel lieber mit denen diskutieren, als mit irgendwie jemandem, der 100% zu Trump hält, weil das bringt nichts. Also im Kontext ist es natürlich immer eine Frage, okay, welche Diskussion bringt was, welche nicht, auf welche habe ich Lust, auf welche habe ich keine Lust, welche finde ich zu anstrengend, auf welche will ich mich persönlich einlassen. Nur weder vom Staat noch von riesigem gesellschaftlichem Druck soll die Meinung so eingegrenzt werden, dass die Leute nichts sagen können. Gibt es noch Fragen? Ihr könnt eure Meinung ganz offen kundtun in diesem Kontext hier. Sanktionsfrei. Dann würde ich sagen, ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt. Das war eine tolle Präsentation deiner Gedanken. Und du schreibst vielleicht noch zum Abschluss ja ein neues Buch. Sag noch mal kurz, wie heißt das? Das heißt Das große Experiment. Ich versuche gerade den deutschen Titel mich zu erinnern, den Untertitel, das ist, glaube ich, wie die Diversität die Demokratie bedroht und bereichert. Also ein Gedankengang darüber sozusagen, warum es für Demokratien so schwer ist, mit Diversität umzugehen, warum dieses große Experiment, auf das wir ja momentan wagen, durchaus in Gefahr steht zu scheitern und warum ich aber letztlich sowohl denke, dass es klappen muss, weil es dazu keine guten Alternativen gibt, als auch relativ optimistisch, dass es klappen kann und wie das gelingen kann. Ja, sind wir gespannt. Kommt im Frühjahr raus, auf Deutsch und auf Englisch. Jo, danke dir. Dann sprechen wir uns wieder. Gut, bis dahin. Danke.